einer eurer Steinbrüche ist erschüttert. Tragisch. Ja. Wir sind aber schon gerade dabei, den zu ersetzen, also das ist schon in Ordnung. Und was machen eigentlich die Blauen? Die greifen schon gar nicht mehr an, seit Ewigkeiten. Mit Vergnügen. Ein Held ist in großer Gefahr. Fertig, Meister. Natürlich. Zahltag. Hier können wir die Kanonengieße reinsetzen. Ich will die aber hier haben. Ich will die hier haben, nicht hier. Obwohl, wisst ihr, komm. Ja. Als ob es einen Unterschied machen würde. Wir könnten unsere Armee aus schwerer Reiterei... Okay, wisst ihr was? Wir bauen unsere... Scheiß auf Schwertkämpfer. Unsere Armee wird aus schwerer Cover... Ja, aber die haben viele Speerträger und viele Bogenschützen. Hier, wir sehen ja ganz viele Speerträger. Okay, schwere Reiterei... Aber ich... Ach, wisst ihr was? Denn Speerträger werden von unseren... Die werden von unseren Schützen platt gemacht. Also... Fertig, Meister. Das Wetter wird umschlagen. Wisst ihr was? Schicken wir einfach eine riesige Armee aus schwerer Reiterei über die Gegner und dann ist gut. Reiter sind mal ein super Stoßtrupp. Und hier ist ein super Platz für einen Stall. Findet ihr nicht? Ich habe damit nämlich nichts zu tun, ich war gar nicht da. Für Reiterei ist das beste Wetter, aber ich bin ein bisschen Regen oder der Sommer. Ihr solltet die Regen, weil nämlich die Bogenschützen der Gegner eine geringere Reichweite haben, also Sichtweite. Ich glaube, die greifen auch wirklich nur an, was sie sehen können, zumindest die gegnerischen. Hoffe ich. Gebäude? Ich gehe nicht davon aus, aber ich gehe davon aus. Stimmt, die Speerträger werden ohnehin von unseren Eisenkanonen platt gemacht. Ja, ich habe mich jetzt für Eisenkanonen entschieden. Gegen Gebäude haben wir unsere Scharfschützen. Gegen deren Bogenschützen haben wir unsere Scharfschützen. Ich mache das einfach ohne jeden Grund. Und gegen deren Nahkämpfer haben wir unsere Reiterei. Und gegen deren Kanonen auch. Und gegen deren Gebäude unter anderem auch. Ja, Reiterei ist super. Vor allem, weil wir es uns jetzt leisten können. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt gleich drei Stadtzentren haben. Dann haben wir dann gleich nämlich vier Stadtzentren. Und dann seid ihr dran. Okay, wir brauchen ein bisschen mehr Vorbereitung, bevor wir das machen, was wir machen wollen. Also Winter, und dann ziehen wir unsere Truppen zurück. Schnee bedeckt die Landschaft. Ich tue mein Bestes. Kommt. Wir wollen nämlich Ställe haben. So. Kunchi kann aber schon da bleiben. Ich tue mein Bestes. Wir verwenden so selten schwere Reiterei, also. Kann es doch nicht schaffen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir 32.000 Tacken und 10.900 Eisen haben. Dann würde ich behaupten, dass es durchaus im Budget drin wäre. Sieht hier. Außerdem bauen wir das hier einmal aus und das hier auch. Und hier gibt es noch eine ganze Menge Holz. Natürlich. Fertig, Meister. Aber sicher doch. Jawohl. Was wir auch machen sollten, wäre vielleicht hier in dem Veredelungsgebiet ein paar in diesem Ressourcengebiet ein paar Veredelungsgebäude zu bauen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden bezahlt. Denn das wäre nun wirklich auch im Budget. Und zwar eine Alchemisten- oder eine Schmiede, würde ich sagen. Ausbau vollbracht.
aber gern. Das Gebäude ist nun ausgebaut. So richtig hochindustriell hier die Armee einfach losschicken. Wir könnten auch versuchen, einfach eine riesige Armee aus leichter Reiterei noch dazu zu setzen. Denn wir haben in der letzten Aufnahme festgestellt, oder nicht in der letzten Aufnahme, sondern in der letzten Map festgestellt, dass leichte Reiterei in riesigen Mengen ganz schön wehtun kann. Vor allem, weil die Viecher so schnell sind. Können wir vielleicht noch irgendwie noch einen Stall bauen? Ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Einmal richtig übertreiben. Sollte ich gar nicht hier sein. Ja, genau. Hack die Zypressen ab. Warum auch nicht? Kein Problem. Ja. Dann brauchen unsere Reiter aber auch ihre Verstärkungen hier. Die laufen hoffentlich soweit hier, die Leute. Wir können noch so ein Lager hinsetzen. Nachdem die Schmiede und so weiter steht. So. Sind wir gerade bei 8 Kanonen? Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Ich würde sagen, 12 Trupps schwere Reiter dürften ihren Job schon erledigen. Findet ihr nicht? Steuern und Sold werden gezahlt. Ist das, ihr könnt sogar. Wir gehen einfach noch eine riesige schwere Reiterarmee. Sommer. Wir nehmen uns einfach eine riesige Armee aus schweren Reitern. Eine neue Technologie ist erforderlich. Oh, wir können gar nicht weitergehen gerade. Wird gemacht. Jawohl. In Ordnung. So. Da kriegen wir noch einmal ein bisschen Platz. Ihr müsst etwas Platz schaffen, bevor ihr neue Siedler aufnehmen könnt. Hier einmal zur Musterung. Das kann ich. Dafür sind wir genau die Richtigen. Dafür sind wir genau die Richtigen. Wir kriegen nochmal 25 drauf, richtig? Ah, das wird nicht unbedingt reichen. Schaut in die Ferne. Also die haben keine Chance mehr, wenn unsere Reiterarmee da losgestürmt kommt. Na gut, die haben ihre Schwerträger. Das wird ein bisschen blutig werden für uns, aber... Alles dann. Ja, 25 haben wir noch drauf bekommen. Das wird wirklich sehr blutig werden für uns. Aber gern. Ich tue mein Bestes. So, wir haben Armee 1 hier. Armee 2 da, Armee 3 da. Das ist gut. Fertig. Wir können den Stall erstmal ausbauen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Eure Gelehrten. Weil wir noch eine Kaserne brauchen. Neue Technologie erforscht. Aus Prinzip. Ausbau fertig. Können wir den Meisterschmied direkt erforschen und dann setzen wir noch so ein Lager hin. Aber gern. Wir bauen uns nicht zum Marktplatz aus, aber es wird schon gehen. Haben wir eigentlich die Stadtwache des Pferden lesen? Nein, haben wir natürlich nicht. Fertig. Wo wir schon beim Lesen sind von Pferden. Und beim Erkunden der Welt. Gibt es hier eine ganze natürlich. Menge Bäume? Ja. Seht durch mein Fernglas. Fertig. Schaut in die Ferne. Heureka! Ach komm. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie. Dann wollen wir auch noch ein bisschen die Motivation unserer Leute in die Höhe treiben, nicht wahr? Ein Brunnen. Ja. Ein Brunnen umgeben von 4 Pavillons. Das ist doch was Nettes, nicht wahr? Als das.
Na gut. Wenn's denn sein muss. Mit dem Industriegebiet hier. Forschung abgeschlossen. Darüber. Ne, die Blauen greifen mal wieder an. Das Gebäude ist krass ausgebaut. Ich hatte hier schon jegliche Hoffnung aufgegeben. Der Tag der Abrechnung. So, erhöht die Geschwindigkeit zum Pferde. Das ist schon mal wichtig. Eisen gießen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Wenn's denn sein muss. So, erstmal richtig fertig. Schön die Motivation absolut in die Höhe treiben. Fertig. Wir können natürlich nicht oft genug betonen, wie oft Dario hier gewesen ist. Andererseits können wir auch ein paar Reiterstatuen setzen. Die sind hier noch am wirksamsten. Die hintersten sind immer am wirksamsten. Ist in einem. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Berittene Streitaxtkämpfer. Momentan haben die hier 10, 30. 30 Angriffsschaden. Wie viel machen so Schützen? 22. 300 Lebenspunkte, 150 Lebenspunkte. Ja, die sind krass drauf. Und das wird eigentlich noch krasser werden, wenn die jetzt zu Streitaxtkämpfern aufgewertet wurden. Dann rollen die alles weg, denke ich. So. 217% Motivation, da geht doch noch mehr. Ach, Obelisk hätten wir auch setzen können. Zunächst einmal können wir hier in unsere Stadt gehen, da ein bisschen was verschönern. Wir erledigen das. Ja, eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Gut, wir wissen auf jeden Fall, wo unsere Gegner stehen und wie sie da stehen und was sie da haben. Wir haben auch eine... Seht durch mein Fernglas. Wir haben das Problem, dass wir jetzt nicht genau wissen, wo wir angreifen können, solange diese Türme da stehen. Das heißt, wir werden zuerst einmal einen Trupp hier über den Süden losschicken, um diese Türme zu zerstören. Und wenn die Gegner dann hier hinkommen, dann räumen wir die einfach hier in diesem Bereich weg. Dann schicken wir die Scharfschützen, um hier aufzuräumen und die Reiterei sorgt dafür, dass alles am Leben bleibt. Das ist zumindest der Plan. Wir wissen sowieso, dass Pläne niemals aufgehen. Forschung abgeschlossen. Oder generell nie so, wie sie sollten. Mit Vergnügen. 12, 36, immer 300 Lebenspunkte. Aber die machen alles platt hier. So, das haben wir gespeichert. Jawohl. Probieren wir unseren Plan. Nachdem wir dem Kunchi hier... Es trifft sich vor allen Dingen besonders gut jetzt, wo die hier gerade hier angreifen. Also. Winter is coming. Oh. Es schneit. Also die Kanonen werden mit den schweren Reitern zusammen alles aufräumen. Und die schweren Reiter hier. Ich tue mein Bestes. Und Gruppe 0 möge tatsächlich nachrücken. Mit eurem Rumgeschubse? Kein Problem. Kunchi, nein! Ohne den Kunchi sind wir aufgeschmissen. Kunchi! Dafür sind wir genau die Richtigen. Zahltag. Ich tue mein Bestes. Ich tue mein Bestes. Ja. Es gibt noch diesen Turm hier. Den müssen wir unbedingt zuerst ausschalten, bevor wir unseren Plan umsetzen können. Sofort! Ergreift sie! Wir werden höchstwahrscheinlich ein paar Verluste erleiden.
sie nieder. Konji, komm schnell, hier hin. Mit Vergnügen. In Gruppe 0 kann man schon mal hier so einen Turm hinsetzen, falls wir uns zurückziehen müssen. Armee 1 soll die ein bisschen weiter provozieren hier. Natürlich. Damit wir ein offenes Feld haben. So soll es sein. Sofort. Für Ruhm und Ehre. Okay, Armee 2 jetzt rüber. Armee 3 auch. Macht sie nieder. Für Rohan, verdammt nochmal, Leute. Jawohl. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Verteidigt euch. Ihr zu den Kanonen. Jetzt könnt ihr zeigen, und einfach hier reinhalten, werde Kanonen. Seid unbesorgt. Das kann ich. Und wir müssen uns um den Schützen kümmern. Bis in den Tod. Nur Mut. Wir werden siegen. Jawohl. Auf in den Kampf. Nix da. Wir erledigen das. Nur Mut. Wir werden siegen. Bis in den Tod. Okay, Amit. Wieso leiden schwere Reiter bei jedem Angriff immer so stark? Ergreift sie. Gruppe 0. Es ist Zeit. Nachrücken. Kundschafter. Nachrücken. Wir hatten 9 Trupps schwere Reiter, nicht wahr? Ja, 7 sind übrig. Ergreift sie. Okay, das geht, glaube ich, verglichen mit dem Schaden, den wir angerichtet haben. Dafür sind wir. Auch wenn ich sagen muss, die Kanonen viel mehr angerichtet haben, aber. Nur Mut! Wir werden siegen! Auf in den Kampf! Auf in den Kampf! Attacke! Ihr werdet angegriffen! Attacke! Schwerreiter halten halt wirklich viel aus. Ohne Kanonengießerei. Ja, wird gemacht. Attacke. So soll es sein. Gruppe 0. Wir brauchen zuerst mal einen Stall. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Hier ist gleich jedes Minute Platz für einen Stall. Sobald die kämpfende Geschichte vorbei ist hier. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Da haben wir den Stall. Unsere Schützen haben zum Glück gar nicht gelitten bisher. Kanonen wird drücken lassen. Sie greifen an. Also die schweren Reiter, die rocken richtig hart hier. Bis in den Tod. Euer Wunsch. Von da unten kommen, werden die beschossen, also räumen die einfach weiter auf. Ja! Macht sie nieder! Ergreift sie! Genau, während ihr euch die schweren Reiter rummacht, die Erwachsenenarbeit, wenn ihr euch mit ein paar Bauern befasst. Ja! Jawohl! Nein. Wir erledigen das. Konji. Ich hab getan, was ihr wolltet. Für euch doch immer. Zahltag. So, wir würden noch einen Schießplatz hier brauchen, also setzen wir uns hier einen hin. Kanonen nachrekrutieren wäre keine gute Idee, denke ich. Ja. Wir kümmern uns darum. So, und der Kundschafter kann jetzt mal in die Richtung gucken. Der Plan hat gut geklappt. Wir sollten uns öfter darauf auf schwere Reiter verlassen. Ich zeige euch den Weg. Machen gute Arbeit.